Wann war das letzte Mal, dass du so ein Drittel erlebt hast? Puh. Ja, das, das weiß ich gar nicht. Das ist schon auf jeden Fall länger her. Aber gut, wir sind jetzt zwar nach der Drittelpause in die Kabine gegangen. Dann kam der Benoit kam rein, hat ein paar Takte gesagt, wir untereinander auch ein paar Takte gesagt. Und ja, gut, dann ging Ruck durch die Mannschaft. Jeder wusste, dass wir hier Ende des Jahres gut uns verabschieden wollen zu Hause, auch von Fans und für uns selber. Und das haben wir dann gut umgesetzt. Wie wichtig war der Sieg? Ja, sehr wichtig, weil Straubing war auch nicht allzu weit weg von uns. Es ist schon mal gut, dass wir die jetzt ein bisschen runtergedrückt haben. Und auch jetzt die kommende Zeit, das sind alles Gegner, die sind da nah dran. Oder ich sag mal, die Tabelle ist eh eng und jetzt kommt auch nach im neuen Jahr kommt auch eine wichtige Zeit. Und deswegen müssen wir einfach so weitermachen, wie wir jetzt im dritten Drittel gespielt haben. Wie wichtig oder wie viele Steine sind dir persönlich, aber auch der Mannschaft dann vom Herzen schon fast gepoltert? Nach dem zweiten Drittel war ja die Stimmung nicht ganz so dolle. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Ist schon, sind schon einige Steine runtergefallen, denke ich mal. Ne? Also war super wichtig, da hat man dann auch gesehen, dann, als es, ich weiß gar nicht, bei welchem Tor das war, vom Engel, glaube ich, das Tor. Da hat man dann wieder Leute lachen sehen auf der Bank. Und das ist wichtig, dass wir da Spaß haben auch bei der Sache und alles. Und also einige Steine gerollt, einige Steine. Wie erklärt man sich sowas, dass man eigentlich ja das Zeug dazu hat und aber irgendwie das hin und wieder halt nicht klappt? Ich meine, so Sport, aber wie kommt man auf sowas wieder raus? Ja gut, mit positivem Denken, sag ich mal, mit füreinander da sein, da muss jeder für jeden kämpfen. Keine, nicht da irgendwie Einzelne, wenn irgendwann jemand einen Fehler macht, den blöd angucken, dann muss, wenn der einen Fehler macht, muss der für den einspringen, muss einfach füreinander kämpfen und intern muss alles stimmen. Und wenn intern alles stimmt, dann kommt man aus jeder Scheiße raus. Jetzt beginnt übermorgen das neue Jahr. Was ist dein Resümee jetzt von dem ersten Halbjahr Freezers? Ja, ganz gut. Also positiv. Wir waren auf dem ersten Mal eine Zeit lang. Sind jetzt, weiß ich nicht, wie die Tabelle jetzt ausschaut nach dem heutigen Spieltag, aber es ist ein positives Resümee. Und ja, wie gesagt, die Jungs, wir sind frisch zusammengewürfelt alle. Super Jungs, also bin sehr froh, dass ich hier bin. Was macht dein Thomas Dolak, Silvester? Ein paar Wasser trinken und früh ins Bett gehen, mich aufs Münchenspiel vorbereiten. Alles klar, dann viel Spaß beim Wasser, ne? Und guten Rutsch. Dankeschön, dir auch.